So. Hi Kai, falls du noch da bist. Was war denn, vielen Dank für das Sub? Hi. What the fuck? Alles auf Default, außer du möchtest deine Ressourcenfelder größer machen oder engmaschiger. Das habe ich bei dem Ding habe ich das, glaube ich, gemacht. Dass das dass da mehr Ressourcen sind auf einem Feld. Zwanzigtausend Leute. Blub, 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 blub. Tja, ich bin perfekt in Zeit, meine Freunde. Genau. Ja, ich war gerade essen. Ich habe auch mega die Zeit überzogen und schlimm, schlimm. Direkt kündigen alles. Ich direkt Abmahnung. Direkt Abmahnung. Ja, das sowieso. So. Okay. So. Was wollte ich machen? Ich wollte unten Geschütztürme wollten wir holen. Geschütztürme und Munition haben wir mitgenommen. Munition, das ist nicht das Problem. Geschütztürme wollten wir mitnehmen, um die Dudes unten auszuradieren. Ich glaube, die habe ich hier eingelagert erstmal. Ja, wir müssen das leider ein bisschen billig machen. Ich sehe da leider keine andere Möglichkeit. Beziehungsweise wir müssen sowieso dann Mauerelemente müssen wir direkt auch noch mitnehmen. Radar. Und dann brauchen wir auch noch Masten. Habe ich dabei 17 sollten reichen für die Distanz. Ansonsten auch noch ein bisschen Zeugs dabei. Nehmen wir noch ein bisschen Ding hier mit. So. Eine Munition reicht auf jeden Fall nicht. Wir werden das. Also die Mauern müssen weiter außen rum, ne? Also weiter drumrum. Aber also den Zaun, den machen wir so nie so klein wie möglich, dass wir die wenigsten Eckpunkte haben, dass wir mit maximaler Turmeffizienz arbeiten können. 17 Euro. Wow, okay, das ist okay. 17 Euro ist okay. Nee, das alte Safe Game geht nicht. Ich habe überlegt, ob ich spielen soll, aber es ist ein neuer Planet, dementsprechend schwierig.
17 Euro, ich habe mit 30 gerechnet. Weißt du was über Below Zero? Kaum ist ein Standalone, deswegen wird das nicht funktionieren. Okay. Vorgang wird bearbeitet. 17 Euro, vielen Dank für den Einkauf. Mal wieder 17 Euro weg, geil. Wie Download abgeschlossen. Ja, Quatsch. Das weiß ich. Ich kann das Spiel nicht installieren. Wir sollten sowieso mal speichern. Ja, gut. Ja, wir warten jetzt 15 Minuten, das passt schon. Wir haben es ja nicht eilig. Kampagne. Ach so, okay. Habe ich jetzt Geschütze mitgenommen? Ja. Direkt eins auseinandergenommen und das zweite fast. Wir brauchen viel mehr Muni. Das reicht never ever. Zu kaputt machen. Na! Ich habe alles Munition da reingepackt. Gut, dass ich gespeichert habe.
Munition mitnehmen. Richtig, richtig viel. Komplett die Tasche voll machen. So, jetzt hat. Jetzt haben wir genug Munition. Steve, ja, wollte ich. Das Problem ist, dass momentan ich das Spiel nicht runterladen kann. Wir müssen da jetzt etwas warten, bis ich das Spiel runterladen kann. Wir spielen es, sobald es geht. Sobald ich runterladen kann und es dann installiert ist. Vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was uns in Below Zero erwartet. Außer, dass Below Zero es quasi schon sagt, wo wir uns dann befinden werden. Bei diesen ganzen Strategiespielen und Co. Ich versuche mich immer so wenig wie möglich zu spoilern. Weil ich die Spiele halt entdecken möchte. Alles dabei, bis auf Pumpen. Gucken mal, dass die 10 reichen. So, wir stellen mal hier. Achso, nein, ne? Den Zug hier abzustellen wäre wahnsinnig. Hier sollte okay sein. Wir brauchen ein bisschen mehr Feuerkraft. Müsste uns jetzt ein bisschen regnen. Krass, wie aggressiv und stark die Aliens schon sind. Das ist echt ein riesiges Problem. Also das sind super viele Blaue schon, ne?
Risiko. Aber haben wir wieder zwei Nester weggenommen. Oder waren es sogar vier? Ich weiß es gar nicht. Währenddessen kann ich schon mal die Mauern anfangen zu setzen. Unsere Geschütze reichen nicht, also ich wünschte, die würden reichen, aber du musst das Spiel laden oder kannst halt dich wiederbeleben. Musst halt hinlaufen. Wenn du stirbst, ist es nicht vorbei. Nein. Ich glaube, kann man es einstellen? Ich weiß es nicht. Aber soweit ich weiß, wenn du stirbst, ist es nicht vorbei. Nein. Also ich hätte dich auch wiederbeleben können vorher, aber ich wollte sowieso Munition noch mitnehmen und Geschütze. Dann habe ich gesagt, komm, vergiss es. Laden wir ein gutes. Habe ich noch Tore? Zwei. Das reicht. Das reicht nicht. So, dann brauchen wir nochmal zwei Tore. Installiert das sofort. Hä? Steam neu starten. Ah, fuck! Jetzt habe ich das unten schon gesichert gehabt. Gib mir Iron Man-Modus. Shit. Fuck, ich hätte speichern sollen. Warum beendet der auch das Spiel? Mann! Toll, danke schön. Danke, Chat. Wenn das jetzt nicht hilft, dann gibt's Schelle. Nein, hat nicht funktioniert, du Idiot! Oh, fuck, ey, Mann, bin ich dumm. Validate the game. Das heißt validaten. Er lädt halt nichts runter. Habe ich irgendwas verpasst? Chat? Ich müsste das Spiel runterladen, aber sowieso. Hat nicht funktioniert. Habe ich schon gemacht. Damit habe ich gerade mein meinen Faktor gekillt.
Ja, ich muss auch dringend reinschreiben jetzt. Hat. Genau, ja, schlimm. Kann ich da jetzt endlich mal so ein Post erscheinen? Moment, schau mal kurz mal schnell auf Twitter. Ich bin eingeloggt, perfekt. Subnaut. Tika, 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 tika. Nee, leider nicht. Okay, gut. Dann, wenn es immer bei jemandem funktioniert, muss kurz Bescheid sagen. Wir werden weiter mit Factorio machen. Ich hoffe, dass es ein Ding gab. Ein Save Point. Sonst müssen wir das nochmal machen. Ja, gab's. Also immerhin ein Teil, sagen wir es mal so. Den oberen Teil. Alles ist okay. Nicht super schlimm. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo man hier Forschungspakete bekommen hat, wenn man Aliens vernichtet hat? Gab es 4 Forschungspakete und das war es. Viel zu nah dran. Viel zu nah dran. Blaue, ey. Viel mehr Munition sein. Das reicht bei weitem nicht aus. Aber wir müssen auf jeden Fall mit dem Zug mal hin und zurück fahren, ne, dass wir das clearen können. So, haben wir 2 Nester vernichtet. Dann kommt jetzt der Ausbau der Mauer. Wir hatten niemals vor, die Mauer zu bauen. Ja, ich weiß, dass Autosaves macht. Ich war mir nicht sicher, ob's Autosaves macht. Also, ob der Autosave gerade reingeballert hat, wo ich hier am Start war. Ja, waren wir, aber nur so semi, ne? So, machen. Eine Kurve zu eng genommen. Und schwuppdiwupp schon beißt man ins Gras. Hey, Pixin! Der erste Turm wurde. Das ist der allererste Turm, der vernichtet wurde an meiner Mauer. Natürlich
Natürlich bauen wir die aber eigentlich nur wegen diesen illegalen Zombies, wollte ich schon sagen. Diesen illegalen Aliens. Nur deswegen. Deswegen sollten wir sowas sonst bauen. Ah ja, wir brauchen bei weitem mehr. Tor 4, um genau zu sein. Ja, Mauern reichen auch nicht. High Cube Deck? Nein, leider nicht. Ich würde gerne, aber es geht nicht momentan. Frag nicht warum. Anscheinend backt da noch ein bisschen was. Ja, scheiße, viel zu wenig Mauern, ey. Ja, wichtig ist jetzt die Nester zu entfernen. Und schon mal einen Teil der Mauer zu errichten. Also mehr als einen Teil kriege ich auch gar nicht hin. Also was heißt ein Teil? Prinzipiell ist das alles, was wir bauen werden. Der Zug wird hier stehen, Türme werden hier am Start sein zum Verteidigen und dann wieder Abfahrt, ne? Achso, kann sein. Ich weiß es nicht. Hab dich nicht gesehen. Du hast recht. Okay. Ja, ich bin vergesslich. Sorry. Also nochmal hi, war einfach better safe than sorry, dass ich hallo sage. So, dann steht schon mal ein Teil der Basis, dass sie die Mauer nicht einreißen. Darum geht es mir hier eigentlich nur. Theoretisch braucht jener von den 200 Schuss. 100 kannst du vergessen. Theoretisch und praktisch wird es so laufen, dass es hier Drohnen gibt, die auf ein Lager von Munition zugreifen und die dann beladen. Ganz so einfach ist das dann. Theoretisch, praktisch. Das ist theoretisch praktisch. So ist es, würde ich sagen.
Über das Ziel hinausgeschossen. Er nimmt ganz schön Fahrt auf mit Doppellok, ne? Darum geht's aber auch bei der Doppellok. Dass es einfach Gas geben kann. Gib Gas, ich will Spaß. Gib Gas, ich will Spaß, ich will Spaß, ich will Spaß. Gib Gas, ich will Spaß. Okay, das passt. Geschütztürme. Lass uns dann nochmal ein paar mitnehmen und dann nehmen wir auch direkt noch Munition einsacken. So viel wie geht. Absolutes Maximum. Leben am Limit. Übrigens taktischer Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe zuerst Fabrik umgebaut, bevor ich angefangen habe, Öl abzubauen. Es wäre kein taktischer Fehler gewesen. Das Problem ist aber an der Sache prinzipiell, ist es ein taktischer Fehler? Praktisch ist es aber kein taktischer Fehler, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte, Öl abzubauen an unseren Grenzen. Also wir mussten weit raus für Öl. Und ich nehme, das ist weit. Jedenfalls für meine Begriffe. Ich brauche auf jeden mehr Geschütze. Aber gut, das machen wir später. So, dann. Geben wir mal Gas, würde ich sagen. Ne? Kann man eigentlich auch entlassen? Ja, kann man, wenn es endet, aber von der Geschwindigkeit her nicht, ne? So. Okay, und dann... Ach so, fuck, Mauerelemente. Ah, da können wir mal schnell die Munition reinmachen und die Geschütze. Wenn es geht, will ich die komplett mit 200... Ja, wobei, ja... Ja, 200 sollten schon Pflicht sein. Man muss sie wieder entladen, später, wenn wir Uran haben. Aber das werden wir früh genug haben. Das ist okay. Okay. Ja. Okay, danke schön für die Info. Ups. Nein! Mein Zug fährt ohne mich! Hallo, Breit! Sie haben jemanden vergessen! Zu wenig Money. Wir machen unsere Taschen komplett voll. Entladen wir mal ein bisschen die Bänder, ne? Die sind teilweise schon gut gefüllt, sage ich jetzt mal. Auf natürlich falsche Seite. Entladen ist schwierig, weil eigentlich wollen wir das ja nicht. Eigentlich wollen wir ja die panzerfähige Munition da drin nicht, sondern Uran später.
Aber das ist später und nicht jetzt. So. Mal die ganzen leeren Minen. Auch übrigens eines der Themen, die ich habe, die wir noch, um die wir uns kümmern müssen. Eisenerz. Ich meine, noch haben wir 900k und wir haben noch 600k, aber das ist... Das geht aus und dann müssen wir das erweitern. Aber es geht recht schnell. Vor allem, weil wir noch einen Panzer haben bis dahin. Mit Verbrennungsmotor. Bis dahin haben wir einen Panzer. Und dann können uns die Aliens sowieso nichts. Dann können uns die Aliens sowieso nichts. Also wir sollten heute noch die Mauer fertig machen, damit ich weiß, wo wir stehen. Ja, ja, das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Also das hatte ich geplant, bevor du es gesagt hast. Weil er hatte ja was runtergeladen. Und er sieht das jetzt als Update, nicht als neues Runterladen. Nee. Lass ich nochmal überprüfen. Damit das wirklich safe ist. Genau, einer der Nachteile. Wir triggern die kleinen Dudes und die kommen rübergelaufen. Einer der Gründe, warum ich übrigens hier jetzt dann die Geschütze dichter aufstellen werde. Also viel dichter, sagen wir es mal so. Weil wenn wir da eine Schnur an Dudes hinterherziehen, dann wird's ärgerlich. Und wie gesagt, später lasse ich es hier mit Roboter. Sobald das Öl losgeht, ne? Dann werden wir anfangen, Roboter zu bauen. Und dann ist halt super wichtig, vor allem für so einen Außenposten wie das hier, dass wir die halt mit Munition versorgen. Ich muss sagen, Faktore bocken hier. Das soll man nächste Zeit öfter spielen, denke ich. Ich weiß noch gar nicht, was ich am Sonntag streamen soll für meinen Geburtstag. Irgendwas Geiles. Schwierig. Müssen wir mal gucken. Metal Gear Solid wäre mega cool. Metal Gear wäre mega. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Man kann Blaupausen drehen? Okay, wusste ich nicht. Habe ich gerade auf Verdacht einfach gemacht. Ja, ich habe das Radar absichtlich hingestellt, damit wenn was hier passiert, ich sehe, was passiert. Ja, wir brauchen mehr Geschütze. Dass ich sehe, was passiert, damit wir reagieren können. Ne? Falls Verteidigungsmittel zum Beispiel nicht reichen. Die wir aufgestellt haben. Ich kann leider nicht sagen, dass Drohnen entladen sollen. Das ist auch etwas, was ich gerne automatisieren wollen würde. Wir brauchen Silos
Und ich brauche Pumpen. Ne, Pumpen haben wir. Okay, erstmal brauchen wir ein Zugsignal. Um das zu... So. Ja, also, dass die Munition aus dem Ding rausgeladen wird. In diesem Sinne. Okay. Pro Sekunde, das heißt, wir können alles über ein Rohr laufen lassen. Die ersten Zockens, jo. Ich muss es noch runterladen. Und dann können wir auch loslegen. So, dann können wir hier noch durchlaufen. Ich muss sagen, ich bin gespannt und aufgeregt. Ich hoffe, es ist gut. Ich hoffe, es ist gut, ey. Ich wünsche mir das, weil ich das Subnautica so geil finde. Es ist halt einzigartig. Okay, so, das sind jetzt das. So, dann die Pumpen. Da steht genau auf der Markierung drauf, ne? Okay, weil es super komisch aussieht, aber okay. Sieht strange aus, aber ist okay. Ich habe keine Wahl, aber gut. Die pumpen so hart. Das ist eigentlich ist das egal. Eigentlich habe ich drüben Blödsinn gemacht, weil die... Ich muss sagen, ich wusste natürlich nicht, wie hart Pumpen die werden und wie viel quasi umgesetzt wird bei den Ölpumpen, und es ist nicht viel. So, dann machen wir soweit alles fertig, dass das hier läuft. Ja, da ist nichts drin, ne? Thank you.
Ja, dann können wir da nicht durchlaufen. Ist okay. Muss ich sowieso nicht, ne? Interessant. Er saugt nur das leer und alles andere hat quasi so einen Bestand. Ja, wird sowieso überarbeitet. Von dem her passt das schon. So. Dann können wir mit der ersten Ladung Öl tatsächlich losfahren. Wir müssen natürlich gleich wiederkommen, um die Geschütze noch fertig zu machen. Da viel zu schnell. Der Computer weiß, wie er beschleunigen muss. Ich weiß es nicht. Das geht ja ultra schnell. Der hat das. Alter, die haben das. So haben die das ausgepumpt. What the fuck? Das ging super schnell. Okay, Öl ist am Start. Öl ist am Start. So, wir brauchen jetzt eine Pumpe, die den Shit rauspumpt aus den Dingern. In die Leitungen. Dafür brauche ich einen Motor. Man dürfte raten, was ich nicht mehr angemacht habe. Verdammt! Ja, wir müssen Subnautica spielen, aber das macht gerade so viel Spaß! Verdammt! Ich wollte es jetzt noch fertig machen, dass wir Öl erstmal alles cool ist, ne? Das ist jetzt das Öl schon mal fertig ist und wir uns da erstmal keine Gedanken machen müssen. Natürlich Strom müssen wir machen. Wir müssen so viel machen. Das ist genau, das drückt es nach und dann pumpt es es raus. Und das geht ultra schnell. Also so viele Pumpen hätte ich never ever gebraucht. Aber dafür ist das. So ist das leer, ne? Dadurch, dass es 9 Pumpen sind. Ich bin sehr gespannt. Auf Satisfactory. Ich bin sehr gespannt. So. Aber ich erwarte eigentlich nichts anderes als Factorio. Es wird dann nicht komplexer oder so, sondern es wird das gleiche, oder nicht? Okay, irgendwo hakt's noch. Ah, da vorne. Thank you.
Wo sind meine Kisten? Hm. Von dem, was ich gesehen habe, sieht es 1:1 aus wie Faktorien. Keine Ahnung. Ja, gut, das ist... Aber das ist für mich nicht anders als Factorio. Das heißt nur, dass man Fließbänder stapeln kann und man mehr mit Fließbändern machen kann. Ich meine, in Factorio hast du dafür, dass du das... du kannst sie im Untergrund bauen, die Fließbänder. Und zwar mehrere. Also das ist für mich kein Game-Breaking-Feature, das anders macht als Factorio. Weißt du, was ich meine?